Weihnachten ist auch jenseits der Mauer. Die aktuelle Kamera des Pankower Fernsehens bot uns diesen Blick auf den Weihnachtsmarkt in Ost-Berlin. Der Weihnachtsmann ist da. Mit seiner Ponykutsche fuhr er heute Nachmittag durch die Berliner Karl-Marx-Allee zum Weihnachtsmarkt vor dem zentralen Club der Jugend und Sportler. Ungeduldig wurde er bereits erwartet. Als Dank und Gruß für den Magistrat und den gastgebenden Stadtbezirk Friedrichshain übergab er Stadtrat Fritz Wolf das erste Weihnachtsgeschenk, eine große Torte vom VEB-Aktivist. Und so war es drüben im vorigen Jahr. Junge Pioniere des Zentralhauses German Titov besuchten am Heiligabend die 4. Abteilung der 1. Grenzbrigade. Mit ihren selbstgebastelten und selbstgebackenen Geschenken wollten sie den Volkspolizisten eine ganz besondere Freude bereiten. Kleine Batikdecken, Zigaretten, Schokolade und sogar ein Karussell und eine Lokomotive aus Lebkuchen befanden sich unter den Gaben, die die kleinen Helfer des Weihnachtsmannes hier bescherten. Das erste Weihnachtsfest in der Deutschen Demokratischen Republik für ehemalige Bürger der Bundesrepublik. Im Aufnahmeheim Eisenach bekamen die Jüngsten unter ihnen Besuch vom Weihnachtsmann persönlich und waren schnell Freund mit ihm. Der Bart des Weihnachtsmanns als sentimentale Fassade. Wie aber feiert ein SED-Funktionär Weihnachten? Dr. Herbert Paus war einmal Funktionär im ZK der SED. Herr Doktor, wie haben Sie Weihnachten als gläubiger Kommunist gefeiert? Ich möchte mich hierbei an das Jahr 1954 erinnern. Ich hörte damals, wie es eines strenggläubigen Kommunisten geziemt, den Deutschlandsender am Heiligen Abend feierte ihn im Kreise der Familie in althergebrachter Weise. Ich war an diesem Abend verärgert darüber, dass im Deutschlandsender keine Weihnachtslieder gespielt wurden. Ich entschloss mich, am nächsten Tage einen Protestbrief an die verständnislose Sendeleitung zu schreiben. Nun hängt ja auch Ihr ganzer Bruch mit der Partei, mit dem Weihnachtsfest zusammen. Ende 1957 startete die SED eine Großoffensive gegen Kirche und Religion. Angesichts meiner wachsenden Sympathie für die katholische Kirche beunruhigte mich dies. In früheren Jahren hatte ich zwar zu Hause das Aufstellen der Weihnachtskrippe toleriert, im Jahre 1957 war dies anders. Ich selbst holte die Krippe hervor, stellte sie liebevoll auf. Es war diesmal nach langer Zeit auch wieder ein Bekenntnis zum Inhalt von Weihnachten, zugleich auch ein bewusster, stiller Protest gegen die anlaufende atheistische Kampagne. Da stand nun die Krippe unter dem Weihnachtsbaum des ZK-Funktionärs. Braus wusste, dass ihn wahrscheinlich Genossen aus dem ZK besuchen würden, also hätte er die Krippe tagsüber wegräumen können, aber er wollte kein Versteckspiel. Die Genossen kamen. Als sie das Zimmer betraten, war der kranke Braus sofort uninteressant. Die beiden Funktionäre erstarrten vor der Krippe, frostig wurden ein paar Worte gewechselt, es bestand offensichtlich kein Grund zu längeren Gesprächen. Herbert Braus hörte nur noch die schnellen Schritte, mit denen die Funktionäre die Treppe herunterstrebten. Der Grund ihrer Eile war klar. Pflichteifrig meldeten sie sofort mein großes ideologisches Vergehen und lösten damit eine Auseinandersetzungskampagne gegen mich aus. Ist denn das wirklich so etwas Furchtbares, so eine kleine, harmlose Krippe? Was hat man Ihnen denn nun in den folgenden Verhören und Auseinandersetzungen im ZK vorgeworfen? Das wird in Kreisen der Partei gewertet als ein Ausdruck ideologischer Koexistenz, dass ich an christlichem Brauchtum hänge, dass also in irgendeiner Gehirnwindung des betreffenden Funktionärs noch feindliche, also christliche Ideologie vorhanden ist. Es gab nach diesem Vorfall wochenlange Parteiauseinandersetzungen gegen mich. Man warf mir vor, dass ich nicht erfüllt sei vom Geist der Parteilichkeit, dass ich nicht erfüllt sei vom Gedanken des Klassenkampfes, sondern offenbar an die christliche Erlösungslehre glaube und so weiter. Weihnachtsmänner sind belanglose Kindereien. Die Krippe des Jesuskindes aber sagt, von Gott allein kommt Heil und Frieden der Welt. Wir grüßen alle,
die in diesen Tagen in Ost und West an der Krippe knien.